demokratischen Verfassung, die den Kapitalismus verankert hätte. Sonst würde zum Beispiel in der Verfassung stehen, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient der Kapitalmehrung. Das steht da aber nicht drinnen, sondern es steht eben drinnen, es soll eine Ökonomie sein und es soll kein Kapitalismus sein. Um das Missverständnis zu vermeiden, die Tatsache, dass das Kapital und seine Mehrung nicht der Zweck ist, sondern nur das Mittel, heißt nicht, dass Kapital oder Geld böse oder schlecht sein. Das heißt eben nur, dass die Mittel sind. Und auch das stellen manche Verfassungen nochmal klar. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wenn wir geklärt haben, was das Ziel und was das Mittel ist, dann können wir jetzt da uns die ökonomische Erfolgsmessung anschauen, nämlich ob wir unsere wirtschaftlichen Ziele erreichen. Ob wir unsere wirtschaftlichen Ziele erreichen, können wir nur feststellen, wenn wir Klarheit darüber haben, was die Ziele sind. Weil Erfolg wird immer an der Erreichung der Ziele gemessen. Oder? Messen wir in der Wirtschaft die Erreichung der Ziele? Nö, hier machen wir was ganz anderes. Hier messen wir die Verfügbarkeit oder sogar die Anhäufung von Mitteln. Und das ist ein Methodenfehler, mit Verlaub. Weil, wenn die Verfassungen klarstellen, was das übergeordnete Ziel des Wirtschaftens ist, soll es Gemeinwohl sein, was auch mit der ursprünglichen Bedeutung des Begriffs Ökonomie übereinstimmt, dann ist es methodisch falsch, wirtschaftlichen Erfolg primär an der Anhäufung oder zumindest der Verfügbarkeit von Mitteln zu messen. Und korrekt wäre ökonomische Erfolgsmessung so. Ökonomische Erfolgsmessung. Das ist der bescheidene, innovative Beitrag der Gemeinwohlökonomie. Lasst uns die Erfolgsmessung, damit das Hauptaugenmerk unserer ökonomischen Kreativität, unserer Organisationen und ihrer Führung auf die verfassungsmäßigen und auch etymologischen Ziele der Ökonomie ausrichten, weil das hier ist zwar auch möglich und wir tun es ja heute und leider wird es auch als Ökonomie fälschlicherweise gelehrt, es ist aber nicht Ökonomie, es ist Krematistik-Kapitalismus. Das heißt, wenn wir vorschlagen, den Kapitalismus aus der Marktwirtschaft hinaus zu reformieren, dann heißt das ganz konkret, dass wir in der ökonomischen Erfolgsmessung von der Priorität dieser Erfolgskennzahlen auf die Priorität jener anderen Erfolgskennzahlen wechseln und dazu die geeigneten Instrumente zur Verfügung stellen. Man könnte noch rückfragen, sind die Verfassungen nicht obsolet? Ist das nicht verstaubtes Papier? Und denken die Menschen heute nicht ganz anders? Ich würde anfügen, wie die Ökonomen. Die Bundesregierung in Deutschland ist uns entgegengekommen und hat eine Umfrage getätigt, ob die Menschen in Deutschland mit dem Bruttoinlandsprodukt fortfahren wollen, als höchstem Ziel der Wirtschaftspolitik, oder ob sie es ablösen und ersetzen wollen durch ein wie immer geartetes Bruttonationalglück oder Gemeinwohlprodukt. 18% der Menschen in Deutschland haben sich für die Fortführung des Bruttoinlandsprodukts entschieden und 67%, nicht einmal ein Fünftel, und 67%, eine Verfassungsmehrheit der Bevölkerung, für die Ablöse des Bruttoinlandsprodukts durch ein wie immer geartetes Gemeinwohlprodukt oder Bruttonationalglück. Wie würde eine demokratisch gesinnte Regierung reagieren? Ja, klar. Wir alle Maßnahmen, Programme, Strategien, die aktuell auf das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts abzielen, müssen umgeschrieben werden und auf das Wachstum des Gemeinwohlprodukts ausgerichtet werden. Bestes Beispiel wieder CETA. Warum hat die österreichische Bund und andere Regierungen und Parlamente CETA durchgedrückt, obwohl die Bevölkerung da überhaupt nicht sicher und in einigen Ländern explizit dagegen war? Weil CETA erste Hauptbegründung ein mikroskopisches Wachstum des Bruttoinlandsprodukts bringen würde. Für das sich nur 18% der Bevölkerung begeistern. Also ein Doppelbeispiel für Postdemokratie. Und ein Gemeinwohlprodukt würde nach sich ziehen, dass ein Handelsabkommen, egal ob es als Freihandels- oder Zwangshandelsabkommen bezeichnet wird, auf seine Auswirkungen, auf das, was die Menschen unter Gemeinwohl, unter Lebensqualität verstehen, bedeuten würde. Und jetzt haben wir zum Glück schon einige Jahre Einführung von alternativen Wohlstandsindikatoren hinter uns. Es
gab auch im Deutschen Bundestag ist einer entsprungen, der ist dann aber leider wieder in der Versenkung verschwunden. Inzwischen hat die OECD den Better Life Index zur Verfügung gestellt. Der könnte seit 2011 sofort angewendet werden, ist operationalisiert. 2015 wurden dann die globalen Nachhaltigkeitsziele beschlossen. 17 statt 1. Gefällt uns schon viel besser als der ausschließliche Fokus auf das Bruttoinlandsprodukt, weil es sind 17 Ziele. Schönheitsfehler ist top-down beschlossen worden und enthält immer noch das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts. Also viel besser, aber noch immer nicht perfekt. Das Bruttonationalglück des Bhutan gefällt uns besonders gut, weil da werden die Oikoi befragt, die Hausmarken. Wie geht es Ihnen? Wird es Ihren Kindern einmal besser gehen als Ihnen? Das wird gefragt. Und wenn der Teil der Bevölkerung, die das bejaht, steigt, dann steigt das Bruttonationalglück. Wenn aber der Anteil der Bevölkerung, die das bejaht, sinkt, dann sinkt das Bruttonationalglück. Und so in allen anderen Aspekten, von der Wasserqualität der Flüsse über den sozialen Zusammenhalt, die Verteilungsgerechtigkeit. Weil es anekdotisch sehr gut passt, der Bhutan hat... Sie haben recht. Genau. Wenn das Gemeinwohlprodukt wächst, dann haben also wir schlagen vor, dass wir uns zwar inspirieren lassen von Bhutan und von der OECD und von der EU, aber wie das Gemeinwohlprodukt aussieht, das sollten Sie bestimmen und komponieren. Also der demokratische Souverän zunächst in den Kommunen und Regionen und später dann in der demokratischen Bundesrepublik Deutschland und in der Europäischen Union. Und wenn Sie denken, um Himmels Willen, auf das Gemeinwohl können sich die Menschen nie und nimmer einigen, dann braucht es hier Methodenkompetenz, die gibt es zum Glück, eine der besten Nachrichten. Mit intelligenten Methoden können aus 180 verschiedenen Vorschlägen, was da am Ende im Gemeinwohlprodukt enthalten sein soll, können wir die 20 mächtigsten herausfiltern und die werden dann die 20 Facetten des Gemeinwohldiamanten. Und das, was halt am allerwesentlichsten nach mehrheitsfähiger Auffassung der Bevölkerung dem Gemeinwohl zuträglich ist, das wäre dann im finalen demokratisch komponierten Gemeinwohlprodukt. Und wenn das steigt, dann hätten wir 100% Garantie, dass wir entweder besser schlafen oder zufriedener sind oder gesünder oder aus Rein und Main wieder trinken können, ohne Gesundheitsgefahr natürlich. Oder dass die Ungleichheit zurückgeht, oder dass das Gefühl, dass diese Demokratie gut funktioniert, dass dieses Gefühl zugenommen hat. Oder dass die Anzahl der Kriege abgenommen hat, nur um ein paar Beispiele zu nennen. Während hingegen, wenn das Bruttoinlandsprodukt wächst, haben wir dann Garantie, dass sich auch nur einer der jetzt exemplarisch aufgezählten Qualitäten verlässlich verbessert hat. Kann sein, dass das Bruttoinlandsprodukt weiter wächst und sich alle Aspekte von Lebensqualität verschlechtern. Und die Erklärung für diese Zusammenhangslosigkeit der vermeintlichen oder versuchten ökonomischen Erfolgsmessung und den eigentlichen Zielen oder Werten ist, dass das Bruttoinlandsprodukt ein klimatistisches Maß ist. Weil neoklassische Ökonomen glauben, wenn aus Geld Bergen Geld Gebirge werden, dass sich dann alle anderen Löse, alle anderen Probleme und selbst lösen. Wir schlagen vor, lasst uns doch direkt das messen, worauf es ankommt. Was zählt und was uns am allerwichtigsten ist. Das wäre das Gemeinwohlprodukt. Und den Zusammenhang auf der mikroökonomischen Ebene, den würden wir so herstellen, dass nur noch, wie Adam Smith es geträumt hat, Unternehmen, die die Gesellschaft reicher machen, also die zum Wealth of the Nation beitragen, aber Achtung, eben nicht in Finanzkennzahlen, sondern in den jetzt gerade geklärten Prioritäten und Werten. Nur die können erfolgreich sein. Unternehmen, die die Gesellschaft ärmer machen, indem sie zum Beispiel Stellen abbauen, obwohl sie Gewinne machen, indem sie den Arbeitsdruck erhöhen und zu Stress und Burnout beitragen, indem sie die Ungleichheit größer machen, Frauen diskriminieren, die Umwelt zerstören, die Regulierung haben, die würden in der Gemeinwohlökonomie an Bord gehen, in die Insolvenz. Heute ist es leider nicht der Fall. Heute haben wir das Drittreferalsyndrom, die Externalisierung von Kosten ist legal und wir haben die Nichtdiskriminierung zwischen Fairplayern und Faulplayern. Was für ein Euphemismus, was für eine schöne Regelung. Adam Smith hat davon geträumt und hat die unsichtbare Hand gerufen
dadurch, dass er sie nicht beschrieben hat, tauchte sie aber nicht auf und konnte nicht wirtschaftspolitisch wirksam werden. Wir greifen aber die Idee auf und sagen, es braucht eine sichtbare Hand, das ist die Gemeinwohlbilanz, und die sorgt genau dafür, dass nur Unternehmen, die die Gesellschaft reicher machen, am Leben bleiben können, während hingegen Unternehmen, die die Gesellschaft ärmer machen, selbst in die Insolvenz gehen. Entweder das oder das. Das, was heute gang und gäbe ist und was sozusagen der Kern einer unethischen, einer kapitalistischen Marktwirtschaft ist, das wäre nicht mehr möglich. Und dann schauen wir uns an, wie die Gemeinwohlbilanz das anstellen würde. Sie sehen auf der waagrechten grünen Achse, sehen Sie ein paar Grundwerte. Die habe ich jetzt, glaube ich, schon dreimal aufgezählt. Das sind nichts anderes als die häufigsten Verfassungswerte in Demokratien. Und die Gemeinwohlbilanz misst, wie konsequent die von einem Unternehmen tatsächlich gelebt werden, gegenüber allen Berührungsgruppen, Englisch Stakeholders, von den Zulieferbetrieben bis zu den zukünftigen Generationen. Greta Thunberg und ihre Kinder. Und eine Elfjährige aus Barcelona hat das zusammengefasst, wie die Gemeinwohlbilanz beschrieben werden könnte. Sie hat gesagt, die Gemeinwohlbilanz misst, ob das Produkt eines Unternehmens Sinn macht, in der Bedeutung, dass es menschliche Bedürfnisse, Grundbedürfnisse befriedigt, in geringerem oder höherem Maße, wie sich dieses Produkt auf die Umwelt und das Weltklima auswirkt, wie menschlich die Arbeitsbedingungen in diesem Unternehmen sind, wie demokratisch entschieden und wie gerecht verteilt wird. Das ist die kürzestmögliche Zusammenfassung der Gemeinwohlbilanz. Die Details können wir vielleicht in der Diskussion anschauen. Wichtig ist uns jetzt diese Innovation. Das Ergebnis der Gemeinwohlbilanz sollte, so wie die Finanzbilanz im Handelsregister publizitätspflichtig ist, sollte das Ergebnis der Gemeinwohlbilanz auf allen Produkten aufscheinen müssen eines Tages, um transparente Informationen auf den dann ethischeren und effizienteren Märkten zu haben. Dann haben wir erstmals eine etwas fairere Wahl zwischen den unethischen und den ethischen Produkten. Und jetzt kommt es zum Kern. Dann wüssten wir, warum die ethischeren Produkte meistens teurer sind als die unethischen Dumpingprodukte. Weil die Dumpingprodukte, die externalisieren Kosten und machen uns dadurch ärmer, obwohl wir glauben, dass wir billigere Produkte kaufen. Die ethischen Produkte externalisieren die Kosten nicht, sondern sie vermeiden diese Schäden an Mensch und Umwelt, sind dadurch teurer, externalisieren aber Nutzen. Und wenn wir heute die ethischen Produkte kaufen, dann ist das innerhalb unserer Freiheit, aber die Märkte bestrafen uns. Für diese Verfassungstreue im ethischen Sinne bestrafen uns die Märkte. Und das ist aus unserer Sicht keine ethische Marktwirtschaft, sondern eben eine kapitalistische und unethische. Und wenn, letzter Rekurs auf die Wissenschaft, wenn die Marktgesetze jetzt fest verankert wären, dann könnten wir das nicht ändern. Wir müssten das akzeptieren. Aber wenn die Märkte sozial konstruiert sind, dann können wir das auch so verändern. Und das ist genau der Vorschlag. Die klimafreundlichsten, verantwortlichsten und ethischen Produkte müssen preisgünstiger sein als ihre unethischeren Counterparts. Und dann werden wir eine Marktdurchdringung von 100% haben. Mit Biolandwirtschaft, mit erneuerbaren Energien, mit fairem Handel und nachhaltiger Mobilität. Und wie könnte das gehen? Indem wir das Ergebnis der Gemeinwohlbilanz verknüpfen mit verschiedenen Anreizinstrumenten, die es alle schon gibt, zum Glück. Es kann die Stadt Frankfurt beginnen mit der öffentlichen Beschaffung, mit der Wirtschaftsförderung, mit differenzierten Steuern, und das Ganze reicht dann über die Finanzierung. Die Banken fragen, bevor sie irgendetwas finanzieren, auch die Börsen, bevor sie ein Unternehmen listen und bevor sie eine Finanzierung durchführen, wird zuerst gefragt, werden Gemeingüter enteignet und werden Grundwerte beschädigt. Wenn das der Fall ist, dann ist dieses Projekt bei der Gemeinwohlprüfung durchgefallen und es findet keine Finanzierung statt. Nur wenn kein Schaden angerichtet wird, dann wird zusätzlich die finanzielle Risikoprüfung gemacht und je nach ethischem Mehrwert gestalten sich die Kreditkonditionen. Das heißt, die das meiste zum Aufbau unserer Zukunft beitragen, die erhalten die günstigsten Finanzierungen.
Finanzierungen. Und im Welthandel, jetzt ganz kurz gesagt, würden die Fairsten würden Freihandel und je unfairer, desto unfreier würden sie handeln, bis tendenziell zum Ausschluss vom Weltmarkt wegen Verhängung der ethischen Insolvenz. Das Ergebnis wäre zwar nach wie vor eine Marktwirtschaft, aber keine kapitalistische Marktwirtschaft mehr. Statt Gewinnstreben als oberstem Ziel, wie es in den Leider Gottes in den Lehrbüchern steht, und gegeneinander, Kontrakurrenz, würden wir die Systemweichen auf Gemeinwohlstreben als oberstem Ziel. Da dürfen die Unternehmer weiterhin Gewinne machen, aber die sind Mittel zur Erreichung des obersten Ziels. Das ist der Unterschied. Ich glaube, so differenziert man Karl Marx nicht. Und Kooperation als bevorzugte Umgangsform. Kann man nicht erzwingen bei Unternehmensfreiheit, aber man kann miteinander positiv anreizen und gegeneinander negativ anreizen. Das geht. Und dann würde das Wirtschaftsgeschehen in eine ethisch andere Richtung gesteuert werden, nämlich in Richtung der heute schon vorhandenen Verfassungswerte und Beziehungswerte. Wenn man die lebt, dann sind die Aussichten auf wirtschaftlichen Erfolg höher, werden gegen diese Spielungen bedeuten, dass das Leben von menschlichen Schwächen wirtschaftlichen Erfolg heute wahrscheinlicher macht. Hier Geiz, Rücksichtslosigkeit, Verantwortungslosigkeit, Maßlosigkeit. Noch auf diesem Spektrum eingeordnet. Ja. Ja, dann mache ich vielleicht die zur Schlussfolie und ziehe dann den Rest in der Diskussion nach. Dann ist das die Schlussfolie. Also Kapitalismus und Sozialismus wären hier sozusagen die gesetzten Extreme. Im Kapitalismus ist alles Markt und Privateigentum ist die einzig vorstellbare und rechtlich geschützte Eigentumsform. Es gibt keine Grenzen und keine Bedingungen. Im Sozialismus ist alles kollektiviert und im schlimmsten Fall alles staatlich. Und keins von beiden ist völlig falsch. Ne? Es darf Privateigentum geben, es darf Märkte geben, es darf Kollektivgüter geben, es darf öffentliche Güter geben. Aber wir wollen hier eine ausgewogene Zusammensetzung und überall Grenzen und Bedingungen für jede Eigentumsform und auch für die Märkte. Das wäre sozusagen der Ansatz einer Gemeinwohlökonomie. Anders gesagt wäre es die Idee einer sozialen Marktwirtschaft weitergedacht und weitergeführt zu einer vollethischen Marktwirtschaft, die in ihrer höchsten vollendeten Form dann als Gemeinwohlökonomie bezeichnet werden könnte. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Das waren jetzt etwas mehr als 20 bis 30 Minuten. Und zwar ein Wesen der Gemeinwohlökonomie, dass es nicht nur top-down oder Frontalunterricht ist, sondern dass die Haushalte oder die Individuen auch zu Wort kommen. Ich würde es reizen, da jetzt viel zu sagen, weil ganz viele Sachen angesprochen sind. Halte mich da jetzt erstmal zurück.